Liebe Bevölkerung von St. Margarethen, liebe Mitmenschen, die ihr dieses Video angeklickt habt. Leider ist es aufgrund der jetzigen Situation nicht möglich, die Sternsinger-Aktion wie gewohnt durchzuführen. Da wir aber trotzdem die frohe Botschaft überbringen wollen, haben wir uns einen anderen Weg ausgedacht, um viele Menschen zu erreichen. Diese Videos wurden von engagierten Familien bei sich zu Hause aufgezeichnet und sollen ein wenig Freude in die Herzen der Menschen, in eure Herzen bringen. Hört den Ruf, ihr Völker heil, kommt und freut euch heut. Jesus uns geboren ward, Gnade in volle Zeit. Höret Völker, höret, wendet euch nach Bethlehem, Gloria. Sieht, dort ruhet Gottes Sohn im zerrissenen Stalle, leidet Not und Armut schon für uns Menschen alle. Höret Völker, höret, wendet euch nach Bethlehem, Gloria. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie antworteten ihm: In Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben bei den Propheten. Du, Bethlehem, im Gebiet von Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte: Geht und forscht sorgfältig nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Die Corona-Krise hat die Armut vieler Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika noch größer gemacht. Ihre Unterstützung ist daher sehr, sehr wichtig. Sie können heuer Ihre Spende an das hier angegebene Konto entrichten, übers Internet oder mittels Erlagschein, der per Post zugestellt wird,
oder in die dafür vorgesehenen Spendenboxen einwerfen, die in der Kirche, in der Gemeinde und in der Raiffeisenbank stehen werden. Oder Sie bringen Ihre Spende zu mir in die Pfarrkanzlei. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein gesundes neues Jahr 2021 und Gottes Segen sei mit euch.